Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem immer noch etwas kränklichen Fred. Und was wollen wir heute machen? Wir haben heute verschiedene Sachen, hoffentlich hält meine Stimme auch mit und wollen uns mal anschauen, wie sich denn das Rathaus 11 so entwickelt hat. Gestern wurde ja im Sneak Peek vorgestellt, dass es da einige Änderungen gibt. Tut mir leid, wenn ich jetzt wirklich heute mal etwas, ja, etwas gesitteter, etwas ruhiger spreche, aber okay. Rathaus 11. Wir wollen auch gleich noch im Clankrieg angreifen. Ich habe ein paar Truppen fertig gemacht. Ich weiß allerdings, es ist so ein bisschen so wie Matthias Angriff, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht genau, wen ich nehmen soll. Ich habe keine Ahnung, wir liegen eben meilenweit zurück. Von daher ist das wahrscheinlich auch egal. Habe aber natürlich trotzdem Truppen ausgebildet, weil ich jetzt auch, ja, bei uns greifen immer alle Leute immer an. Also wir nutzen immer alle Angriffe. Von daher wäre es auch sonst unfair, wenn ich jetzt nicht angreifen würde. Wir wollen aber als erstes mal auf die Änderungen gucken von Rathaus 11. Ich habe auch noch mal ein Bild dabei von Rathaus 10 und ich habe auch mich noch mal schlau gemacht, Kira gefragt, den Mittelalter-Experten. Und wir gucken jetzt mal. Also, auf der linken Seite sehen wir Rathaus 11 alt. Und auf der rechten Seite sehen wir Rathaus 11 neu. Ja, was für Änderungen können wir da feststellen? Also, zunächst einmal die wahrscheinlich größte Änderung. Die goldene Elf mit dem Lorbeerkranz ist weg und wir haben dafür das, was sich als... Ja, man kann es als Fallgitter bezeichnen. So wird es auch bezeichnet bei Burgen, das Fallgitter. Und ich habe mir da mal was rausgesucht, was denn ein Fallgitter ist. Also, Fallgitter ist Bestandteil der Torkonstruktion spätantiker und mittelalterlicher Stadtbefestigungen und Burgen. Bedeutet, es ist ein Gitter, kann auch aus Holz bestehen, kann aus Eisen bestehen und wird mit Hilfe einer Kette oder einer Welle aufgezogen und heruntergelassen. Das ist das, was wir rechts sehen. Bei der neuen Burg, das, was vorher beim alten Rathaus 11 nicht der Fall war. Dann, so, das ist, ich gehe mal jetzt so von unten. Unten ist ja noch eigentlich alles relativ gleich. Dann sehen wir die Tür, will ich jetzt mal nennen, ist etwas größer geworden, etwas breiter geworden und das Dach ist jetzt in Rot, nicht mehr in diesem etwas lila gehaltenen. Dann haben wir natürlich noch einige Änderungen obendrauf. Dieses Loch mit der Lava drin ist noch gleich. Das Loch mit der Lava drin ist noch da, allerdings ist es jetzt beim neuen Rathaus etwas größer. Und natürlich, wenn man das mal betrachtet, man sieht jetzt links den Turm, man sieht rechts noch ein Türmchen und links unten auch noch ein Türmchen. Und wenn man jetzt mal Rathaus 10 daneben sieht, sieht man, das ist ungefähr so der gleiche Turm. Man könnte es auch als Bergfried bezeichnen. Bergfried ist ja dieser unbewohnte höchste Turm bei einer Burg. Und rechts daneben noch, ja, Eckturm. Ecktürme könnte man es als Ecktürme bezeichnen, könnte man sagen, ne? Also Bergfried, Ecktürme und natürlich das Lavaloch ist auch noch da. Und dann noch diese Stange. Was hat denn diese Stange auf sich? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Und dann natürlich nur die Frage, was sieht denn jetzt besser aus? Das alte Rathaus 11 oder das neue Rathaus 11? Da habe ich mir auch mal Gedanken gemacht. Ich finde eigentlich, ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde eigentlich beide ganz cool, wenn man das mal überlegt. Das alte Rathaus 11 mit der, ich fand diese goldene Elf eigentlich ganz cool mit dem Lorbeerkranz. Andererseits finde ich aber auch dieses Fallgitter ganz cool. Und den Bergfried und die beiden anderen Türme muss man überlegen. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, welches ihr jetzt besser findet. Rathaus 10 fand ich auch ganz cool, sieht auch ganz cool aus vom Design her, aber wie gesagt, Rathaus 11 finde ich jetzt noch ein bisschen cooler. Vor allem hat man jetzt unten noch das Gemauerte, das hat sie bei dem alten Rathaus 11 auch, aber jetzt zumindest, muss man sagen, sieht schon ganz cool aus. So, das dazu. Und jetzt wollte ich noch mit dem Klangkrieg angreifen. Ich muss echt meine Stimme ein bisschen schon. Ich hatte mir überlegt, wir greifen ihn hier mal an, die Nummer 6. Es ist, wie gesagt, ein bisschen ein unüberlegter Angriff. Ich habe jetzt mir nicht so viele Gedanken gemacht. Ja, sollten wir hinkriegen. Ich hatte mir überlegt, von welcher Seite gehen wir denn da mal rein? Wie machen wir das denn mal? Ich hatte mir da, was habe ich überhaupt für Truppen dabei? Ich habe sogar 4 Mauerbrecher dabei. Mal eben überlegen, wie wir das am geschicktesten angehen. Wie machen wir das denn mal am geschicktesten? Ich denke mal, hier unten werden wir die Mauerbrecher hinsetzen. Dann packen wir einen Sprung. Boah, wie machen wir das denn mal? Einen Sprung hier hin, einen Sprung hier hin. Boah, wie mache ich denn das? Brauche ich mehr Mauerbrecher? Brauche ich mehr als 2? Brauche ich mehr als 4? Ich glaube schon. Ich glaube, ich brauche mehr als 4 Mauerbrecher. Ich nehme mal zur Vorsicht 6 Stück mit. Was kann ich denn dafür wegschmeißen? Warum habe ich 8? Warum habe ich denn bitte 8 Stück davon? Was soll das denn? So, das müsste reichen, oder? Ja, es müsste reichen. Ist wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir es genau machen, aber
Wir werden es schon hinbekommen. Wir werden es schon hinbekommen. Zumindest zwei Sterne zu holen. Ich habe, wie gesagt, keinen König. Hab mich jetzt nicht gerade besonders gut auf diese, ja, auf diesen Gegner vorbereitet, muss ich sagen. Der Gegner macht uns auch gerade ziemlich fertig, muss man auch dazu sagen. Aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Zwei Sterne zumindest zu holen und hab sieben Golems. Sieben Golems. Alter, was ist da los? So. Sprung 1. Ich habe drei Sprünge. Warum habe ich denn drei Sprünge? Na gut. Dann brauche ich ja im Grunde... was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? So, ich muss mal... Ich werde jetzt ein bisschen weniger... Nein, jetzt habe ich hier keine... Jetzt habe ich genau an der Stelle, wo ich eigentlich rein wollte, habe ich jetzt keine... Ah, ist nicht mehr genug Magier. Egal. Egal, egal. Dann setzen wir da noch einen Sprung hin und dann sollte es doch auch klappen eigentlich. Ach ja, ach ja, ach ja. Oh, ein Drachen in der Klanburg. Gar nicht mal so schlecht. Oder gar nicht mal so gut. Ah, die Königin geht außen rum. Die Königin geht komplett außen rum. Jetzt geht sie wieder zurück. Wird das überhaupt... Es werden zwei Sterne. Es werden zwei Sterne. Allerdings habe ich jetzt auch absolut den Überblick verloren. Ja, läuft doch noch, läuft doch noch, läuft doch noch, läuft doch noch. Das Rathaus ist jetzt gleich Fratze. Die Golems leben auch noch alle, ne? Die Golems... Ey, das ist, was ist das für eine KI? Die laufen... Wo laufen denn die Golems rum? Die wissen überhaupt nicht, wo sie herlaufen sollen. Alter! Sieben Golems und sie... Was macht ihr denn, ihr dummen Golems? Ohne Scheiß. Egal, zwei Sterne. Mit diesem Kackangriff. Die Königin läuft auch, wie sie will. Ohne Scheiß. Immerhin tanken die Golems noch. Also, guck jetzt, jetzt hängt sie da an der Mauer fest. Jetzt hängt sie da an der Mauer fest. Ach, ernsthaft jetzt? Ey, was für eine KI ist das denn, ey? Ohne Witz. Jetzt habe ich noch die ganzen Golems, die noch leben, aber... Nein, hä? Die einfach überall noch rumtanken und überhaupt nichts mehr da ist, wofür sie noch tanken können. Die Königin läuft einfach da rum, hängt an der Mauer fest. Ach, 70%, wer holt noch 70%? Ja, wir holen noch 70%. Jetzt brauche ich noch den Magierturm. Komm, 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 komm. Das Goldlager noch. Da, diese Golems. Jetzt haben sie sich aufgeteilt. Oh, jetzt kriegt die Königin sogar schon was ab. Was ist da noch? Das, wie viel haben wir jetzt noch? Drei Mini-Golems, da ist noch ein großer Golem, da ist auch noch ein großer Golem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war geil mit der Königin, oder? Die Königin stand einfach vor der Mauer, so 5 bis 10 Sekunden. Wusste gar nicht, was sie machen soll. Oh, wir haben 70%. Wir haben 70%. Es wird natürlich von der Zeit nicht reichen, weil die Golems einfach dumm sind, wie sonst nicht was. Ah, ja, 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 ja. Und zack, zack, zack. Jetzt wird die Königin noch die Mauer aufschießen. Da unten ist noch was. 30 Sekunden noch. Holen wir noch 80% oder nicht? Ich denke mal schon. 80% sollten wir noch holen. Ja, die Kanone ist gleich kaputt. Und dann holen wir noch 80%. Immerhin, immerhin. Dafür, dass ich jetzt so viel, Dunkles wieder ausgegeben habe hierfür. Ja, die Königin wird gleich wahrscheinlich noch... Ne, wird sie noch kaputt gehen? Nö. Wird sie nicht mehr. Ich lasse es jetzt mal so laufen. Vielleicht holen wir noch... Ach komm, 80% noch. 80 noch. Nein, nicht mehr. Schade. 78%. Ja, es war ein Golem zu viel am Ende, muss man sagen. Aber ist egal. Ist egal. War ein ganz lustiger Angriff. Die Königin hat wieder rumgebackt. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende. Meine Stimme ist ein bisschen wieder im Keller. Ist ein bisschen wieder Fratze. Und ich muss bald auf jeden Fall auch mal einen der Kessel hier abbauen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall nochmal, bitte, bitte schreibt eure Meinung zu dem Rathaus 10 in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Findet ihr es gut? Findet ihr es nicht gut? Das neue Rathaus 11. Das neue Rathaus 11. Findet ihr es gut? Findet ihr es nicht gut? Schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder beim Sneak Peek. Kurz nach 2 hier bei Mr. Mobile Fanboy. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.